Ja, doch noch. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 23 Breaking Point mit dem Grand Prix von Abu Dhabi. Dann wahrscheinlich das Finale. Okay, also wir haben heute zwei ganz unterschiedliche Setups gewählt. Und ich brauche euch ja nicht zu sagen, dass... Davidov, es reicht jetzt! Bitte was? Geh raus! Ich glaube, ich habe mich verhört. Das läuft die ganze Saison schon so, dass du dich überall einmischst. Bitte warte draußen, bis wir fertig sind. Das meinst du nicht ernst? Das ist nicht dein Team. Und nach dem heutigen Tag existiert es vielleicht nicht mehr. Also geh jetzt und lass uns denen das, was bedeutet, endlich in Ruhe unsere Arbeit tun. Das klären wir später, Ackermann. Ja, du kannst mir dann gern nach dem Rennen drohen. Verlass dich drauf. Kommst du, Devin? Vielleicht bleibe ich diesmal lieber hier. Ja. Ja, ich bleibe. Tja, dann mach, was du willst. Also dann. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Wenn heute jeder nur für sich alleine fährt, ist das Team am Ende. Um jetzt noch eine Chance zu haben, die nächste Saison wieder dabei zu sein, müssen wir zusammenarbeiten. Gemeinsam. Ist das allen klar? Hey, hey. Aiden. Kelly, hört mir zu, hört mir zu. Ihr habt das verstanden, ja? Ja. Wenn sich einer von euch heute über das Team stellt, ist es vorbei. Kelly. Wir packen das. Ja. Und, tut mir leid, falls ich jemals... Wow. Was? Bist du dabei, dich zu entschuldigen? Ja. Ich werde dir vergeben, aber unter einer Bedingung. Und zwar? Du holst auch ein paar Punkte. Okay. Deal. Los geht's. Das ist gerade, jetzt komme ich wieder ein toller Anruf rein. Ich habe jetzt gerade genervt für dich. So, während des Rennens, das letzte Kapitel. Es ist so, bevor das Rennen beginnt, weiß keiner, was passiert. Keiner. Zum einen gibt es die großen Stars des Sports. Bestimmte Fahrer und Fahrerinnen, Teams, die das Tempo vorgeben und die immer gut abschneiden. Und dann gibt's da noch die Underdogs. Wir sind immer da. Versuchen immer, Positionen gut zu machen und Punkte zu holen. Wir nutzen jede noch so kleine Chance, jeden noch so kleinen Fehler. Und genau in diesem Moment, kurz bevor die Lichter ausgehen, ist es, als ob die Welt den Atem anhält. Verstehen Sie? Alle warten. Alles ist angespannt und... Ich wusste, was auch passiert. Connor Sport hat seine Spuren in der Geschichte des Sports hinterlassen. Und mehr wollte ich in dem Moment nicht. Sie waren also nicht nervös. Ist das Ihr Ernst? So, und das ist der Stand der Dinge jetzt. Aber vielleicht sieht es nachher ganz anders aus, wenn die Zielflagge hier in Abu Dhabi weht. Die Lichter gehen aus und los geht's! Elf Runden fahren wir jetzt doch. Mal sehen, ob wir unsere Position jetzt verbessern können. Mach Druck, Aiden. Los, los. Dann. So, Gassi sollen wir überholen. Das ist der neuntplatzierte momentan. Abstand zum hinteren Auto.
Sekunden. So, überholt. Wir fahren mit Aiden Jackson jetzt nochmal. Nächstes ist Lance Stroll, der hat 11 da. So, vorbei an ihm. Jetzt toll, jetzt kommt Bottas. Leider konnten wir nicht sehen, wenn Brasilien die letzte Runde gefahren hat, da wir kein Endergebnis bekommen haben. So, nächstes ist dann Gasly, den wir erholen sollen. Ich hoffe, da ist Kelly noch vorne mit dabei. Nee, sie ist ein Stück hinter uns. Die ist leider ein Stück hinter uns. Wir haben nur als Ziel erstmal Gasly zu holen. Das ist die nächste Position. Ich hatte nämlich nachgeguckt, dass das Ding eigentlich dann irgendwas von 16 Kapitel. Es sind final 17. So, Gasly und danach Sargent. Ich nutze jetzt gerade mal die Situation aus. Und weiter geht's auf der Start- und Zielgerade. Jackson arbeitet sich nach vorn. Was für ein großartiges Rennen für ihn. Guck mal, das sieht richtig gut aus, Sascha. Die Strecke liegt ihm. Erinnerst du dich an sein Rennen hier 2021? Das war fantastisch. Ja, wer könnte das vergessen? Und genau so eine Leistung braucht Konnersport heute auch. Mayer fährt okay, aber Jackson, der liefert wirklich ab. Sehr gut, Aiden. Wir glauben, du kannst noch eine Position gut machen. Los, los! Hier stimmt was nicht. Wir prüfen das. Gib uns einen Moment. Ich werde langsamer. Jetzt geht's die Gegend gerade runter. Er ist in einer super Position. Aber Moment, was ist denn das? Der wird langsamer. Das stimmt was nicht. Sieht aus, als hätte er ein Problem, Sascha. Ist es der Motor? An der Boxenmauer reißen sie die Hände in die Höhe. Das war's. Er ist raus. Er ist raus. Ja, ist der Motor. Es ist der Motor. 2023 ist für Aiden Jackson gelaufen. Was für ein dramatisches Ende. So hat er sich das nicht vorgestellt. Was ist da passiert? Wir haben einen Motorschaden. Aiden ist aus dem Rennen ausgeschieden. Jetzt bist nur noch du übrig. Wir müssen jetzt liefern. Aiden ist aus dem Rennen. Verstanden? Aiden ist raus. Hab verstanden. Was? Lass mich mal ran. Warum? Jetzt gib mir das Headset. Bist du sicher? Ich bin mir immer sicher. Das gefällt mir nicht. Kelly. Darren? Ja, wir haben uns unterhalten und wir glauben, dass du etwas langsamer werden solltest. Was? Warum? Du liegst zu weit zurück. Wir wollen nicht, dass dein Motor auch ausfällt. Beende einfach nur das Rennen. Wir müssen realistisch sein, verstanden? Sorry, aber ist das eine Teamorder? Kasper stimmt zu. Du kannst einfach nicht so viel Boden gut machen. Unmöglich. Riskier nicht zu viel, Kelly. Und jetzt pass auf, wie sie abgeht. Umgekehrte Psychologie. So, und jetzt sollen wir natürlich Position gewinnen. Wir landen mindestens auf Platz 4. Das Gasly davor, ja, ne? Und tschüss. So, wir sollen jetzt Zeit auf Zeit aufschließen. Wir haben noch 8 Runden. Du oder da, ja, ist das Motto heute. Moment mal, 9. Sekunden. Russell.
Seid es nicht mehr weit weg. Ukon. 6 und 5 die Plätze. Und davor sind sein. Aber Ukon hat natürlich jemand, der ist so dem Auto vor sich. So, vorbei an Hammett mit dem Überschuss. Nächster Sainz, davor Alonso. Sainz mag nicht. Damit das hier das finale Kapitel werden, nein. Der will nämlich diesen vierten Platz. Der kostet nur dann Platz 4. Jetzt habe ich ihn. Die ganz schöne Runde. Alonso, Leclerc und dann Verstappen. Das haben wir nicht. Alonso ist auf Soft. Schön vorbei an Leclerc auf 2. Jetzt müssen wir nur noch Max Verstappen holen. Dann sind es nur noch 6 lange Runden. Weil der doch der ist, ne? Jetzt kann man abziehen, wegziehen, oder?
gehe in die Box. Ich hole mir nochmal Soft. Ich werde es jetzt riskieren. Was? Fahr raus, fahr jetzt raus. Du solltest doch. Langsamer als geplant, weil du zu spät eingebogen bist. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ich wollte auf Soft gehen. Ich wollte ein bisschen. Eigentlich wollte ich auf Soft gehen. Ich hab den frischen Reifen. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Bin ich wieder vorbei ins Rosse. Nächstes ein Helmet und dann kommt Sainz. Top 4 schaffe ich. So, Tor wird verstappen. Nee, jetzt ist eh geskriptet. Wenn wir es nicht schaffen würden, müssen wir nochmal neu ran. Zur Runde.
fahren wir mit dem Benzin noch aus. Das ist doch ein überrundetes Auto. Das ist bestimmt Sergeant oder Albon. Williams ist es jedenfalls. Dann geht's jetzt in die letzte Runde. Hier in Abu Dhabi. Sergeant ist es. Klar, ein Auto ist raus, der Teamkollege nämlich, leider Aiden Jackson. Nur wie dachte ich mir schon, dass sowas in der Richtung passiert. Die letzten Meter. Hier ist Latifi damals eingeschlagen. An der Ecke hier. Hier nämlich. Und hat mehr oder weniger die WM 21 entschieden. Wir haben es. Gerüchte zufolge war ja die Zukunft des Teams ungewiss, aber wir alle hoffen, dass das heute gereicht hat, um in der nächsten Saison wieder mit dabei zu sein. Es hat wirklich Spaß gemacht, Ihnen zuzuschauen. Ja, Platz 5. Nochmal eine Nachricht, nochmal einen Anruf. Hey Devin. Nicht übel, Schwester, gar nicht übel. Das hast du mit Absicht gemacht. Was habe ich mit Absicht gemacht? Komm schon, Dev. Etwas langsamer werden? Keine Ahnung, wovon du redest. Theoretisch hast du gegen eine Teamorder verstoßen. Ganz schön gewagt. Ich kann nicht glauben, dass mir das nicht aufgefallen ist. Es ist so offensichtlich. Werd jetzt bloß nicht frech, Kelly. Ich bin überrascht, dass Kasper das zugelassen hat. Wirklich überrascht. Ich muss los. Du redest Unsinn. Ciao. Ja, ciao. Umgekehrte Psychologie. California. Ist das gut genug für dich? Hör mal, ich dachte, wir könnten morgen vielleicht einen Kaffee trinken, bevor wir losfahren. Mein Flug geht erst um 3. Ja, nein, ich weiß nicht. Wir könnten reden über die nächste Saison. Das würde uns gut tun. Denk darüber nach. Das Angebot steht. Bei dir klingt das wie eine Verhandlung. Das ist es bei uns doch immer, Kelly. Sag einfach Bescheid. So, und wir schließen damit die Saison ab und das Kapitel. Das war der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Rennen gesehen. Ich hatte sie unterschätzt. Und was sagen Sie zu dem Motorschaden? Es gibt einfach kein perfektes Auto. Heute hat es uns im Stich gelassen, aber es hat uns auch erst so weit gebracht. Also, man muss das Auto fahren, in dem man sitzt. Jeder Mensch ist anders. Und das heißt, dass man, jeden auch anders motivieren muss.
Wenn man Devon zum Beispiel hernimmt, dann muss man wissen, dass er, wenn er sein Ego gestreichelt bekommt, am besten funktioniert. Seine größte Angst ist es zu versagen und deswegen kann er noch tiefer fallen. So bleibt er hungrig. Kelly hingegen hat stets diesen Drang, den Leuten das Gegenteil zu beweisen. Wenn ihr jemand sagt, dass etwas nicht möglich ist, wird sie tun, was in ihrer Macht steht, das zu erreichen. Klar, das wusste ja der natürlich. Diese hartnäckige Entschlossenheit, die man nutzen kann. Und dann ist da Aiden, mein Gott. Als er neu war in der Formel 1, dachten alle, er wäre ein netter Kerl. Aber er war so unglaublich ehrgeizig. Und genau das macht Aiden eben aus. Und deshalb habe ich vielleicht ein Gerücht verbreitet, dass eines der anderen Teams ihn unter Vertrag nehmen wollte, als er noch bei Connorsport war. Damit der Ehrgeiz geschürt wird. Damit er weiter fokussiert bleibt. Viele würden das für manipulativ halten. Sehen Sie das nicht auch so? Ja, natürlich. Motivation ist Manipulation, da gibt es keinen Unterschied. Wirklich? Ja, der Zweck heiligt doch die Mittel. Am Ende des Tages geht's nur ums Geschäft. Bereit für die nächste Saison? Lasst uns gleich loslegen. Bleiben Sie jetzt nächste Saison? Wenn Kaspar bleibt, dann bleibe ich auch. Also, haben Sie noch einen Job nach Ihrem Disput mit David? Das wird sich zeigen. Geschafft! Die Investition ist gesichert! Was für ein Team! Und das ist alles, worauf es ankommt? Für den Moment, ja. Es kommt nur darauf an. Okay, also... Ja. Cool. Ciao.